Es fallen einem schon komische und teilweise auch dumme Sachen in der Quarantäne ein. Ja, Leute, Telonym, eine deutsche Plattform, wie man am Namen hört, die eigentlich einen ganz cleveren Hintergrundgedanken hat, oder? Man kann jemanden anonym Fragen stellen oder Dinge sagen, ohne dass man gleich weiß, wer sie gesagt hat. Nur wenn man dann mal darüber nachdenkt, ist das nicht eigentlich relativ sinnlos, wenn man jemanden Dinge sagen will zumindest, derjenige aber nicht weiß, wer es gesagt hat. Bei Fragen ist das jetzt was anderes, aber wenn es privatere Fragen sind, dann würde man doch eigentlich die Antworten weniger veröffentlichen, als dass man sie jemanden, den man kennt, privat beantwortet. Oder? Da habt ihr doch eine größere Chance, wenn ihr Leute die Fragen privat fragt. Jedenfalls wollte ich mir in letzter Zeit einfach mal einige Telonym-Accounts ansehen. Das klingt voll weird, als wäre ich voll der Stalker oder so. Scheiße. Einfach so aus Neugier. Und dafür habe ich mir gezwungenermaßen einen Account erstellt. Eines Tages habe ich dann jedoch die App geöffnet und festgestellt, dass ich auf meinem Profil tatsächlich selber schon Tells hatte. Wie konnte das sein, dachte ich mir. Ich hatte doch nirgendwo den Link zu meinem Telonym-Account gepostet. Es kann natürlich sein, dass Bekannten von mir, Leute, die mich in ihren Kontakten haben, mein Account vorgeschlagen wird und sie mich dann Sachen fragen. Dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie will ich das nicht so gern, weil ich die Antworten auf die Tells eh nicht poste. Dafür habe ich einfach keine Zeit. Von daher habe ich mir gedacht, okay, ich poste einfach mal in meiner Instagram-Story. Bitte schickt mir keine Tells. Ich poste den Link sowieso nicht und das ist dann unfair, wenn den Link nicht alle Leute kennen. Und ich antworte sowieso nicht drauf. Jetzt mache ich aber eine Ausnahme. Ich muss ja noch mal ganz kurz was einwerfen. Natürlich heißt das nicht, dass ihr mir keine Fragen stellen könnt oder dass ich eure Fragen nicht beantworte. Natürlich mache ich das. Wie sieht's damit aus? Ihr könnt mir natürlich gerne Fragen in den Kommentaren stellen, hier gerade zu diesem Video, besonders in diesem Video jetzt. Und natürlich auch unter Instagram-Posts und wir machen ein kleines Q&A in einem der nächsten Videos. Ich meine jetzt auch welche, die ihr sonst anonym posten würdet. Macht's einfach, erstellt euch notfalls einen zweiten Account. Aber okay, weiter mit dem Video. Hatte jemand von euch den Link zu meinem Telonym? Das fällt mir gerade auf, das habe ich noch gar nicht so wirklich gefragt. Aber kann ja sein. Erst danach habe ich nämlich erfahren, dass es auch Bot-Tells gibt. Also wartet mal, will Telonym uns damit quasi dazu verleiten, persönliche Informationen einfach so im Internet rauszugeben, die andere Leute vielleicht gar nicht wissen wollen? Wir finden es heute heraus. Ich habe insgesamt 17 Tells auf meinem Account und der erste davon stammt von vor 4 Monaten. Fangen wir an. Findest du Lukas Rieger oder Mike Singer besser? Ich würde sagen, sie sind sicher ganz nette Personen privat. Ich kenne sie nicht, aber von der Musik her finde ich sie grauenvoll. Zur Erklärung, ich höre seit einiger Zeit schon lange keine Mainstream-Musik mehr und gerade keine deutschen Songs. Ich finde einfach, deutsche Songs sind irgendwie immer dasselbe, nicht so wirklich abwechslungsreich und außerdem selber kann ich auch nicht so wirklich gut auf Deutsch schreiben. Ich habe in den letzten 3 Jahren mittlerweile einen einzigen deutschen Song geschrieben und viel, viel mehr englische Songs, von denen ich keinen, bis auf einen teilweise, auf meinem englischen Kanal veröffentlicht habe. Sollte ich irgendwann mal machen. Ich höre vor allem Future Funk, was tatsächlich ein sehr ungewöhnliches Genre ist. Aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann ist es einfach wie eine Sucht, die gute Musik. Und ihr wisst ja, ich interessiere mich für Musik. Kurz gesagt, Future Funk oder das Obergenre Vaporwave basiert auf Sampling. Und man kann es nicht einfach mal ebenso mit Instrumenten wirklich gut nachspielen. Hast du je Hunger Games geguckt? Teilweise. Ich habe den ersten Teil zum Teil gesehen und Mockingjay Part 2 ganz. Und tatsächlich in der Schule lesen wir momentan The Hunger Games. Warte mal, es ging nur um The Hunger Games, ne? Ja, die Tribute von Panem heißt auf Englisch The Hunger Games, die Reihe. Also Hunger Games nur teilweise, aber ich bin es auch gerade am Lesen. Und ohne Witz, ich krieg direkt wieder Bock auf Varo. Als ob ich jemals drin gewesen wäre, aber okay. Magst du zocken? Oh ja. Sag mal, was dich zum Lachen bringt, obwohl dir nicht danach ist. Mir ist quasi immer nach Lachen. Vor allem, was bringt mich zum Lachen? Vor allem oft meistens YouTube-Kacke. So unerwachsen das auch ist, ich kann einfach bei manchen, die übertreffen sich einfach jedes Mal wieder selber. Einfach, was da teilweise für Sachen rauskommen in diesen Videos, ist, auch wenn mir mal nicht danach ist, ich gucke YouTube-Kacke und es ist. Und ich muss direkt wieder lachen. Woran denkst du oft in letzter Zeit? An vieles. Aber tatsächlich vor allem an eine Sache.
Findest du Nike oder Nike? Findest du Nike oder Adidas besser? Wer sagt denn noch Nike? Keine Schnarchwerbung, aber ich denke, da gibt es nur eine Antwort. Digga, ey, wann höre ich eigentlich mal auf, mich zu blamieren, ey? Wo wohnst du? In einer kleinen Verdammt nochmal! In einer unscheinbaren kleinen Stadt zwischen Bremen und Hamburg. Rothenburg-Wümme. Warum sage ich das einfach so? Man weiß es sowieso, da ich eine Firma habe, eine Webseite und da muss man das sowieso im Impressum angeben. Von daher kann man eigentlich auch gleich sagen, wo man wohnt. Außerdem, wenn man nach einer Videoproduktionsfirma sucht, die einem ein Hochzeitsvideo dreht oder einen Imagefilm, dann ist es schon günstig, wenn die nahegelegen ist. Von daher sage ich es einfach im Internet. Rothenburg-Wümme. Wie alt bist du? Mittlerweile 18. Hast du einen Zweitnamen? Leider nicht. Was ist das Letzte, das du gegessen hast? Schokolade! Wie war dein Charakter als Kind? Ganz kritische Sache, Leute. Ich würde sagen cringe. Wann hast du Geburtstag? Letztens erst. Im März. Erzähl mal das Peinlichste, das dir je passiert ist. Tatsächlich, ich finde es immer voll dumm und auch irgendwie voll cringe, wenn man Leute vom Namen her verwechselt. Das ist, keine Ahnung. Es ist weird, aber ich find's immer sehr cringe, wenn mir das passiert. Aber das ist natürlich nicht das Peinlichste, was mir jemals passiert ist. Also, da gibt es zu viele Sachen. Aber ein Beispiel für meine allgemeine Dämlichkeit ist kürzlich erst tatsächlich passiert. Wir waren also tatsächlich auch schon in der Corona-Zeit bei Burger King im Drive-In und haben uns da Essen geholt und es passiert mir jetzt dummerweise immer, zumindest nicht immer, aber ziemlich oft, dass ich Sachen einkaufe, dann bezahle, das Rückgeld annehme, dann kommt in meinem Gehirn dieser Switch, ja, jetzt hast du schon was gekriegt, jetzt kannst du ja gehen und vergesst dann die eigentliche Ware. Scheiße. Und dann waren wir also neulich zu zweit mit dem Passat da und haben uns Essen bestellt, ich habe bezahlt und dann wäre ich fast einfach weggefahren und bin tatsächlich dann nochmal zurückgefahren. Zum Glück war hinter uns niemand mehr. Das wäre echt peinlich gewesen. Aber die Person, die mit dabei war, hat da auf jeden Fall auch ziemlich drüber gelacht. Und mir war es ziemlich peinlich. Da habe ich einfach nochmal einen Rückwärtsgang geschaltet, bin zurück und habe das nochmal abgeholt. Ich bin auch nur ein paar Meter dann vorwärts gefahren, also 1, 2 oder so. Das war aber auf jeden Fall schon sehr cringe. Und ja, leider passiert mir sowas öfters mal. Moving on, everybody. Das Allerwichtigste auf dieser Welt. Meine Artgenossen. Von allen Sportarten, welche ist deine Lieblingsmannschaft? Ich gucke eigentlich keine Sportsendungen im Fernsehen oder so, also ich gucke auch keine Bundesliga. Ich gucke halt nur Fußball, wenn EM oder WM ist. Also ja, das klingt zwar jetzt relativ banal, aber... Hast du je die Incredibles 2 gesehen? Nein. Waren davon einige Tells von euch oder waren das alles Bot-Tells? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, aber auf jeden Fall wird das hoffentlich mein einziges Telonym-Video jemals gewesen sein. Und man beantwortet das ja eigentlich sowieso auf Instagram, aber egal. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn es das einzige ist und wenn es eine relativ randomisierte Idee ist, dann gebt gerne einen Daumen hoch auf dieses Video und abonniert diesen Kanal für mehr. Das ist eigentlich eine ziemliche Ausnahme, dieses Video. Für epische Vlogs, Gaming-Videos und anderen experimentellen Kram. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.